Kapitel 6. Am Ende des Weges. Flamme, bist du da? Wenn du wieder das Kraut brauchst, dann sag was. Das Vulpix bemerkte, wie sein Bruder ihn besorgt und Simsala ihn verwirrt anstarrte. Er war vertieft in sein Gespräch mit seiner inneren Stimme gewesen, hatte dabei aber ausgeblendet, dass um ihn herum die Welt auch weiter ihren Lauf nimmt. Und Simsala immer noch auf eine Reaktion auf sein Angebot wartete. Nein, alles gut. Ich bin etwas abgedriftet. Diese Antwort schien alles andere zu sein, als das, was Sol hören wollte. Vermutlich glaubte er durchaus, dass es wieder mit dem inneren Wahn zusammenhing. Aber letztlich konnte es Flamme doch auch egal sein, was sein Bruder über ihn dachte. Nun, also dann. Wie Sol mir schon berichtet hat, habt ihr eure heutige Bleibe bereits vorhin gesehen. Also muss ich euch nicht hinbringen. Sollte jemand fragen, weshalb ihr dort seid, zeigt ihnen einfach das Zeichen, das ihr für Vulnonas Schüler bekommen habt. Wenn sonst keine Probleme mehr bestehen, dann würde ich euch für heute ziehen lassen, aber euch bitten, morgen in der Früh noch einmal hierher zu kommen. Ich möchte euch noch den Weg weisen und manchen Ratschlag zuteil werden lassen. Ob diese Ratschläge wirklich so hilfreich wären? Aber Flamme sparte sich den Kommentar. Immerhin bekamen sie so Hilfe und ein Dach überm Kopf für die Nacht. Etwas, wovon er erwartete, dass sie es noch oft auf dieser Reise nicht haben würden. Sol verabschiedete sich von Simsala und die beiden Brüder machten sich wieder auf, die kurze Strecke zum komischen Haus zurückzulegen. Dort angekommen, zögerte das Fukano kurz, während Flamme schlicht eintrat. Simsala hatte sie darüber vorgewarnt, dass dieses Haus schon eine Weile nicht mehr bewohnt war. Das Vulpix hatte aber deutlich unterschätzt, wie lange hier niemand mehr sauber gemacht hatte. Ein einzelnes Strohbett lag auf dem Boden. Zumindest war dies wohl einmal Stroh gewesen. Die Halme wirkten so verrottet, dass sie selbst als Dünger nicht mehr helfen konnten. Möbel gab es kaum an diesem Ort und was es gab, musste man unter Zentimetern an Staub erstmal als solche erkennen. Ich verstehe schon, warum die Pokémon hier nur die größten Ausnahmen jemals reinlassen. Nicht, weil das Haus irgendein Relikt ist, sondern weil man das hier niemandem zumuten kann. Hier sollen wir schlafen? Sei doch mal dankbar. Würdest du lieber an der freien Luft schlafen? Angeekelt stupste Flamme das vergammelte Stroh leicht mit der Pfote an, bevor er sie wieder wegzog. Ja, draußen ist das Gras frischer und ziehen tut's hier sowieso. Wenn es nicht nach Regen aussieht, dann ist es draußen deutlich angenehmer. Dann schlaf halt draußen. Während er diese Worte sprach, legte Sol sich bereits ein Stück neben dem vergammelten Stroh auf den Boden, um zu schlafen. Das könnte ich. Aber ich bin sowieso dafür, dass wir weiterreisen. Wir wissen, wohin wir sollen und haben diesen Löffel. Wir brauchen ja nichts mehr. Jede Minute, die wir hier noch bleiben, ist verschwendete Zeit. Wie auf dieser Reise beinahe als Regel, schien Sol die Meinung seines Bruders nicht zu teilen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ob dir deine Drogen da genug Push geben oder so. Aber ich für meinen Teil brauche eine Pause und etwas Schlaf. Außerdem wäre es schwachsinnig abzuziehen. Simsala erwartet uns morgen früh und kann uns vermutlich noch mehr helfen als ohnehin schon. Stimmt. Ich hätte nicht verzichten können. Wo Vulnona ist, wissen wir von Gengar und Simsala hat uns ein paar halbgare Weisheiten erzählt und erklärt, dass wir sowieso nur scheitern können und uns einen beschissenen Löffel in die Pfote gedrückt. Wenn wir morgen da nicht hingehen, verpassen wir vielleicht unsere Chance auf eine großartige Plastikgabel und den Hinweis, wo ein Eisberg ist. Wie habe ich von dieser Reise eigentlich nie bemerkt, was für ein arrogantes Arschloch du bist? Als er diese Worte vernahm, schockierte es Flamme selbst, als er feststellte, wie wenig die Meinung seines Bruders ihn eigentlich interessierte. Was er dachte, war ihm scheißegal. Wenn du das denkst, eigentlich erfüllt Simsala ja nur ein Mindestsoll.
Diese Pokémon müssten uns dankbar sein. Sind nicht diejenigen, die sich in einen schier ungewinnbaren Krieg stürzen, um all ihre Weltenbäume zu retten oder es zumindest zu versuchen? Die meisten Pokémon wissen ja nicht einmal, was wir wirklich tun. Und selbst diejenigen, die es wissen, sind nicht verpflichtend, irgendwas für uns zu tun. Warst du nicht derjenige, der mich immer beschimpft hat, zu unserem Vater aufzublicken, bevor das Vulkandorf war? Ein solches Selbstverständnis und die Überzeugung, dass dir für deine Taten ein Lohn gebührt, ist doch genau, was er immer getan hat und was ihn am Ende über das Ziel hat hinausschießen lassen. Siehst du denn deine eigene Doppelmoral nicht? Wir sind noch nicht einmal lang unterwegs und du verhältst dich so anders, so viel arroganter. Ich glaube, das Wissen, dass du zu etwas erwählt bist, steigt dir zu Kopf. Du versuchst Schlüsse zu ziehen, ohne mich zu verstehen. Du verstehst nicht, weshalb ich überhaupt auserwählt bin. Und vor allem scheinbar nicht, dass ich es nicht sein will. Du denkst nur so, wie du es tust, weil du auf diese Reise gehen willst. Es freiwillig machst. Ich wurde hier im Prinzip einfach ohne jede Chance zum Einspruch mit reingezogen. Und darf jetzt durch fremde Welten reisen, um Götter zu bekämpfen. Wenn ich eigentlich viel lieber ein normales Kriegerleben im Dorf führen würde. Tatsächlich schien es, als würden diese Worte etwas mehr Verständnis in Sol freisetzen. Immerhin wusste auch dieser, dass es stimmte. Er konnte bisher fast alles genießen, was auf dieser Reise geschehen war. Er konnte Orte bereisen, die fast allen Pokémon, die er kannte, auf ewig fremd bleiben würden. Er konnte neue Erfahrungen machen, sich einsetzen für etwas, was ihm wichtig war. Für ihn war die Reise das Ziel. Vielleicht würde er auf der Reise etwas finden, was ihn für immer verändern könnte. Und er war bereit, alles davon zu erleben und eines Tages zurück in seine Heimat zu kehren und dort allen zu erzählen, ihn von dem zu berichten, was in weiter Fremde lag. Und an allererster Stelle wollte er überhaupt eine Heimat haben, in welche er zurückkehren könnte. Und doch entschuldigte dies in seinen Augen nicht, wie Flamme sich gegenüber den Pokémon um ihn herum verhielt. So wenig er diese Reise auch wollte und so schwer er ohnehin schon belastet war. Es gab keinen Grund, diese Negativität an Unschuldigen auszulassen. Ja, das verstehe ich, aber bei Freundlichkeit geht es nicht nur um dich. Die Pokémon, um irgendjemanden individuell. Flamme, ich weiß, dass es für dich schwierig genug ist, aber wenn du so weitermachst, wirst du eines Tages einen Punkt erreichen, an dem du dir gewünscht hättest, du hättest dir Freunde gemacht und keine Feinde. Am Ende des Weges wirst du Harmonie brauchen und nicht nur dich selber. Die Worte waren gut gemeint und kamen weniger gut an. Erspar mir deine Moralvorträge. Du verstehst nicht mich und weißt nicht, warum ich erwählt bin. Na gut, wenn du nichts einsehen willst, dann bleibt mir aber immer noch der Punkt, dass wir Ruhe brauchen. Ob du drin oder draußen schläfst, ist deine Sache, aber den Schlaf brauchst du. Sol erwartete eigentlich einen weiteren Einspruch. Doch tatsächlich schien Flamme müde oder gelangweilt genug zu sein, um sich dem zu schade zu sein. Stattdessen ließ er sich ein gutes Stück von Sol entfernt nieder, sichtlich genervt, und versuchte Ruhe zu finden. Sie waren inzwischen in einer fremden Welt angekommen, hatten einen Wegweiser in Omegons Heim gefunden. Doch wie sollte all dies nur weitergehen? Die beiden Brüder waren nie distanzierter voneinander. Flamme schien mehr und mehr abzudriften. Wohin? Wollte Sol sich gar nicht vorstellen. An dieser Reise sollten sie wachsen. Doch außer auseinander wuchsen die beiden derzeit nicht. Das Ziel kam näher, der Erfolg schien ferner denn je. Aber vielleicht könnten sich die Dinge ja noch drehen. Eventuell durch einen neuen Begleiter. Doch auch hier war Sol pessimistisch, nachdem bereits das erstmögliche Pokémon seine Missgunst gegenüber dieses Pokémon geäußert hatte.
Der nächste Morgen brach an, nach was sich für Flamme anfühlte, wie eine Ewigkeit. Heute würden sie hoffentlich besser vorankommen. Auch wenn das Vulpix sich keine großen Ziele setzte. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Eisberg überhaupt innerhalb eines Tages erreichen würden, schätzte er gegen null ein. Aber zumindest in die Nähe kommen wollte er. Und das würde eher funktionieren, würde Sol nicht darauf beharren, noch einmal Simsala zu treffen, nur weil der sie dazu eingeladen hatte. Dankbarkeit hin oder her. Wie konnte das Psycho-Pokémon selber den Sinn darin erkennen? Wirklich weiterhelfen konnte er dem Team offensichtlich nicht und ihm Zeit zu stehlen würde seine Heimat wahrlich nicht retten. Aber alleine reisen konnte Flamme auch schlecht. Also Augen zu und durch. Wie bereits erwartet, erwartete das Pokémon die beiden Brüder bereits, obwohl die Sonne noch nicht einmal aufgegangen war. Flamme konnte sich durchaus vorstellen, dass der Kerl die ganze Nacht dagestanden hatte. Aber es war nicht das Problem des Vulpix. Guten Morgen, ihr beiden. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, euch zu sehen. Überrascht? Warum das denn? Du hast uns doch selber hergebeten. Trotzdem nahm ich an, ihr würdet eure Zeit eher für Erholung und die Reise nutzen, anstatt euch noch einmal mit einem alten Monmi wie mir zu treffen. Aber ich bin froh, dass ihr euch doch dafür entschieden habt, vorbeizukommen. Flamme bemerkte durchaus den Seitenblick seines Bruders, entschied sich aber, ihn zu ignorieren. Und weshalb genau? Warum wolltest du uns doch überhaupt einmal sehen? Nun, wenn ich ehrlich bin, vor allen Dingen, um mich zu verabschieden. Anfangs zumindest. Dann dachte ich mir, dass ihr nicht unbedingt darauf vorbereitet seid, eine deutlich längere Reise als bisher anzutreten. Von Kämpfen ganz zu schweigen. Deswegen habe ich es als meine Pflicht gesehen, euch etwas Ausrüstung und Verpflegung für den Weg zu organisieren. Ihr könnt eure Sachen dort hinten abholen. Simsala zeigte mit dem Finger auf einen Laden, an welchem zwei echsenartige Pokémon standen. Zeigt ihnen das Symbol, dann wissen sie, dass ihr diejenigen seid, von denen ich ihnen erzählt habe. Selbst Sol, der sonst immer so dankbar über jede Hilfe war, schien langsam etwas perplex. Aber das hättest du doch wirklich nicht tun müssen. Wir wären klargekommen. Wieso bist du denn so bereit, uns zu helfen, obwohl du uns erst seit gestern kennst? Oder anders gefragt, wie viel weißt du über die Prophezeiung, über uns? Ach ja, die Prophezeiung. Nun, ehrlich gesagt, weiß ich nicht sonderlich viel darüber. Es hängt mit dem Krieg unseres Weltenbaumes zusammen. Dem bin ich mir bewusst. Aber der Grund, aus dem ich von ihrer Bedeutung überzeugt bin, ist, dass Vulnona mir schon vor vielen, vielen Jahren davon erzählte. So wie ihr aussieht, kannte sie die Prophezeiung schon, bevor ihr überhaupt geboren wart. Und auch der Götterbote schien involviert. Was genau vor euch liegt, weiß ich nicht. Und es ist auch nicht mein zu wissen. Doch dass es hier um mehr geht als nur eine kleine Reise, ist eindeutig. Und auch, dass es diese gesamte Welt umfasst. Wohl sogar andere Welten als diese. Und alle schließt es ein. Nur ihr bestreitet die Mission. Und das, obwohl ihr noch so jung seid. Es sollte für uns andere das Mindeste sein, euch auf der Reise zu unterstützen. Nun, warum hatte Flamme eigentlich gefragt, wenn die Antwort sowieso so eindeutig gewesen war? Der Alte fühlte sich zur Hilfe verpflichtet, weil er und sein Bruder die Drecksarbeit erledigten. Naja, zumindest hatte es letztlich doch noch einen Sinn gemacht, hier aufzukreuzen. Also dann, es wird Zeit für euch beide aufzubrechen. Reist nach Nordosten. Der Weg zum Eisberg ist ausgeschildert. Und passt auf. Ihr wisst, dass ihr erwartet werdet. Das tun wir. Aber ich bin sicher, wenn wir wohl nur das Schüler noch bei uns haben, kann uns niemand aufhalten. Zum ersten Mal
verdüsterte sich Simsalas Blick. Unterschätze die Lage nicht. Wenn Omegon jemanden schickt, dann ist es sehr ernst. Omegon macht sich nie die Hände schmutzig. Doch er sucht sich jene, die es am besten für ihn tun. Jemand anderen schicken, um den eigenen Job zu erledigen. Die eigene Scheißarbeit. War das nicht auch nur, was die anderen Weltengeister taten?